Hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Oscars-Video, denn heute geht es um die beste Soundmischung. Also, es ist ja ein bisschen immer die Frage, worum geht's? Sound und Sound. Also einmal gibt es Sound Editing und einmal Sound Mixing. Sound Mischung ist das, wenn ihr im Kino sitzt und zum Beispiel die Sachen um euch herum fliegen und ihr hört die überall, wie sie sich bewegen und so. Das ist Mischung und beziehungsweise auch wie die Dominanz von Musik und Soundeffekten und Sprache, also wie das Ganze miteinander verwoben ist, so dass es sich richtig gut anhört. Da haben wir zum einen Baby Driver. Nominiert sind hier Julian Slater, der hat zum Beispiel auch bei Mad Max Fury Road mitgearbeitet. Tim Cavagain, der hat bei World War Z mitgearbeitet. Und Mary H. Ellis, die hat zum Beispiel bei Prisoners mitgearbeitet. Und Baby Driver hat eine sehr coole Mischung vom Sound her. Das bleibt aber alles eher so, ja, gedämpft, würde ich sagen. Nicht so überragend, wie ich es mir gewünscht hätte. Dann Blade Runner 2049 legt natürlich da schon wieder ein bisschen was drauf. Da haben wir einmal Ron Barlett, der hat beim fünften Element und Deepwater Horizon mitgearbeitet. Da haben wir Doug Hemphill, der hat bei Life und Prometheus, also sehr imposante Science-Fiction-Filme, mitgearbeitet. Und dann haben wir noch dazu Meg Ruth, die hat bei Atomic Blonde mitgearbeitet. Blade Runner, muss ich sagen, ist sehr dezent mit seinem Ton. Also da ist eher so atmosphärisches Brummen teilweise oder Musik, die Atmosphäre erzeugt und minimale Soundeffekte dabei. Ist ganz nett, fand ich jetzt nicht so überragend, aber schon mal ein bisschen mehr. Dunkirk haben wir als nächsten Nominierten, da ist einmal Mark Weingarten, Greg Landecker und Gary A. Rizzo nominiert und die ganzen sind so, ja, fester Bestandteil von Christopher Nolans Team, wie es scheint, denn die haben auch schon alle bei Interstellar mitgearbeitet und Interstellar ist soundmäßig richtig impulsant, genauso wie Dunkirk. Allerdings muss ich sagen, ist auch hier wieder, wo ich mir denke, so irgendwie fehlt es mir da. Das ist irgendwie, das ist alles sehr dezent und so und du merkst es nicht so richtig, wo du denkst, wow, das ist ein Soundmeisterwerk. Weil auch die Musik von Hans Zimmer nicht immer so überragend ist. Aber dazu ist in dem nächsten Video noch genug zu sagen. Dann The Shape of Water, da ist einmal Christian Cook, Brad Soren und Glenn Gauthier. Die haben alles schon, und Glenn Gauthier hat zum Beispiel auch schon bei Robocop oder Triple X3 mitgearbeitet. Ja, Shape of Water habe ich leider noch nicht gesehen. Deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Zum nächsten allerdings schon Star Wars The Last Jedi kann ich zu sagen. Da ist David Parker, der hat bei Rogue One schon mitgearbeitet. Michael Zemeckis, der hat bei Herr der Ringe zum Beispiel auch schon Sound Department mitgearbeitet. Und Ren Kyle, der hat bei Gone Girl mitgearbeitet. Und Stuart Wilson, der hat bei Skyfall, also dem James Bond Film, mitgearbeitet. Last Jedi, muss ich sagen, ist hier so ein Favorit von mir, weil der von allem etwas hat. Der hat viele Dialoge, der hat viel Musik und der hat viele Soundeffekte und das bringen die in perfektem Einklang sozusagen zusammen. Bei den anderen, Blade Runner und Dunkirk, sind so, was Gespräche angeht, eher dezenter gehalten. Baby Driver ist wieder sehr musiklastig, da gibt es wenig Alternativen, weil die Musik eben nicht viel verändert werden kann. Dementsprechend ich hoffe mal, dass Star Wars hier einen Oscar bekommt. Fände ich cool. Ja, das war's soweit mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, welche Soundmischung ihr am besten fandet und bedenkt dabei wirklich, was war das Sounderlebnis im Kino? Das bombastischste. Schreibt das in die Kommentare, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst gerne einen Daumen hoch da. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!